Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tolle Wolle. Ich bin Laura und ich darf euch ja auf diesem Kanal ein bisschen das Stricken näher bringen und habe mir gedacht, heute schauen wir uns mal diese zwei schönen Muster an, die nur mit rechten und linken Maschen gestrickt werden. Wenn ihr also wisst, wie man Maschen anschlägt, rechte und linke Maschen strickt und abkettet, dann seid ihr hier schon genau richtig. Ich habe zu diesen verschiedenen Themen auch schon mal Videos aufgenommen, wenn ihr euch das im Detail anschauen wollt. Und auch, wie man solche Strickschriften liest. Hier möchte ich aber direkt sagen, im Grunde braucht man für diese Muster keine Strickschrift, denn die Muster selber sind total einfach, sind immer zwei Reihen, die identisch sind, gefolgt von zwei Reihen, die anders sind, aber in sich selber auch identisch. Und wir haben immer einen Rapport von zwei Maschen, die sich immer wiederholen. Wir schlagen bei beiden gerade Maschen an. Und ich habe bei beiden auch keine Randmaschen gestrickt. Das sind hier die blauen Kreise in meiner Strickschrift. Einfach um euch dann auch zu zeigen, wie es aussieht, wenn man keine Randmaschen drin hat. Das ist bei diesem Muster jetzt so, dass es ein ungleichmäßiger Rand ist. Also so viel schon mal vorab. Ich will natürlich jetzt nicht alles vorwegnehmen. Deswegen würde ich sagen, starten wir einfach mal. Wir schlagen eine gerade Maschenzahl an für dieses Muster. Und los geht's. Um diesen schönen Moss-Stitch oder wie es manchmal auch genannt wird, Moosmuster oder Gerstenkornmuster zu stricken, brauchen wir nicht viel. Ich habe jetzt hier erstmal Baumwollgarn. Ich denke, damit sieht man nachher die Kontraste ganz schön. Und Nadelstärke 4. Ihr könnt allerdings mit jeder erdenklichen Nadelstärke und mit jedem erdenklichen Garn experimentieren. Dieses Muster eignet sich auch super, super schön für Schals oder auch für so Küchenutensilien, Küchentücher oder auch Topfuntersetzer. Also gerne mal ausprobieren. Ihr braucht nicht unbedingt eine Rundstricknadel, ihr könnt auch gerade Nadeln verwenden, denn wir arbeiten flach und wenden das Ganze. Wobei man natürlich dieses Muster auch rundstricken kann. Ich habe es hier mal eingezeichnet. Im Grunde ist das nicht nötig, denn es ist wirklich total einfach. In der ersten Reihe stricken wir immer rechts, links, rechts, links. In der zweiten Reihe stricken wir auch immer rechts, links, rechts, links. In der dritten und vierten Reihe dann links, rechts, links, rechts. Bei so einer Strickschrift sieht das dann so aus, dass wir die erste Reihe und sowieso die ungeraden Reihen, also die erste, die dritte, die fünfte und so weiter, von rechts nach links auslesen. Ich habe jetzt hier auch Randmaschen eingezeichnet, die werde ich jetzt gleich nicht stricken, aber es wäre sonst viel zu klein geworden hier, mein kleines Bild. Also wir stricken immer rechts, links, rechts, links. Das ist unser Rapport von zwei Maschen und der wiederholt sich immer. In der zweiten Reihe, das lesen wir jetzt von links nach rechts, stricken wir auch rechts, links, rechts, links. Also beginnen jeweils mit einer rechten Masche in unserer Reihe. Die dritte Reihe ist wieder von rechts nach links, beginnen wir mit einer linken Masche, gefolgt von einer rechten und so weiter. Links, rechts, links, rechts. Wir enden also unsere die Seite auch mit einer rechten Masche, drehen unser Werk wieder und stricken die vierte Reihe, wieder von links nach rechts gelesen und beginnen auch wieder mit einer linken Masche. Wie das Ganze in Aktion aussieht, das zeige ich euch jetzt. Gerade Maschenzahl müssen wir anschlagen dafür und ich fange jetzt mit einer rechten Masche an. Also beginne ich mit einer rechten Masche, gefolgt von einer linken. Und das war's für Runde 1 auch schon. Also rechte Masche, linke Masche, stets im Wechsel. Ziemlich einfach, bis wir ans Ende unserer Strickarbeit kommen. Die letzte Masche war eine linke Masche und jetzt in der zweiten Reihe machen wir es genauso. Wir fangen also wieder mit einer rechten Masche an, gefolgt von einer linken, gefolgt von einer rechten und so weiter und so fort.
Bei diesem Muster kann man sich ganz gut an der vorherigen Reihe orientieren. Also wir sehen jetzt hier immer, dass eine rechte Masche kommt. Das ist dieses kleine V, gefolgt von einer linken, das ist eine Wulst. Und das wollen wir ja immer zweimal hintereinander. Also zwei identische Reihen, die wieder im Wechsel gestrickt werden. Also hier kann ich mich an der vorderen Reihe orientieren und sehe, ich muss im Grunde nochmal genau dasselbe stricken. Und erst in der dritten Reihe drehe ich den Spieß um und versetze meine Maschen. Und jetzt in der nächsten Reihe, wenn wir mit der linken Masche beginnen, dann achte ich auch wieder so ein bisschen darauf, dass ich am Rand die linke Masche ein bisschen fester ziehe. Zwei Reihen habe ich gestrickt, also die erste und die zweite. Und jetzt kommen wir ja in die dritte Reihe, also fangen wir mit einer linken Masche an. Wer sich unsicher ist, der kann auch immer auf seine bereits gestrickten Reihen schauen. Wenn wir mal das Strickzeug zur Seite legen und wieder aufnehmen, kommt man ja manchmal leicht durcheinander. Also wenn wir hier zwei rechte Maschen übereinander sowie zwei linke Maschen übereinander haben, dann wissen wir, es ist ein Wechsel dran. Für die linke Masche hole ich natürlich meinen Faden nach vorne, stricke meine linke Masche, so, das ist ein bisschen wackelig hier, und ziehe sie auch so ein bisschen fester auf der Nadel, damit wir hier einen schönen, ja, ordentlichen Rand kreieren können. Linke Masche ist gestrickt, jetzt kommt eine rechte, also ich sehe hier meine zwei linken Maschen, jetzt kommt die rechte darüber. Eine linke Masche und so weiter. Das mache ich auch wieder munter bis zum Ende und in der nächsten Reihe genauso. Jetzt kann man hier auch langsam das Muster erkennen. Also wir haben immer zwei rechte Maschen, die übereinander sitzen und dann versetzt drüber kommen die nächsten zwei Maschen. Vier Reihen habe ich fertig. Jetzt beginne ich wieder bei der ersten Reihe, also wieder rechts, links, rechts, links. So sieht es aus, wenn man es ein bisschen weiter strickt. Es hat eine super schöne Haptik. Ich finde, es macht auch sowieso ein bisschen Schatten, so Noppen. Hat ein ganz, ganz tolles Relief und ist super einfach. Wenn wir keine speziellen Randmaschen machen, dann bildet sich hier so ein Knötchenrand, den ich sowieso immer ziemlich ansehnlich finde. Und um das Ganze abzuschließen, habe ich mich weiter am Muster orientiert. Wir haben ja immer zwei Reihen, die identisch sind. Ich habe dann die erste Reihe normal gestrickt und die zweite Reihe bin ich im Muster geblieben, um das abzuketten. Und so habe ich dafür gesorgt, dass wir hier einen ordentlichen Abschluss haben, wo auch immer noch zwei rechte Maschen und zwei linke Maschen jeweils übereinander sind. Auf zum nächsten! Für Muster Nummer 2, unser kleines, ja, Spaliermuster, wie auch immer man es nennen möchte, Treppchenmuster, brauchen wir auch wieder eine gerade Maschenzahl plus zwei Randmaschen, falls wir wollen. Ich werde es wieder ohne Randmaschen machen, damit wir uns dann den Rand auch anschauen können, habe ich aber hier auch mit eingezeichnet. Auch der Rapport ist hier wieder zwei Maschen, die sich stets wiederholen. Und wir fangen in der ersten Reihe an und auch in der zweiten mit nur rechten Maschen. Also total einfach und im Grunde sind dann Reihe 3 und 4 auch wieder identisch, nur dass wir rechte und linke Maschen im Wechsel haben. Also wir stricken in Reihe 1 nur rechte Maschen und können
einen Maschenmarkierer verwenden, wenn wir wollen, um zu markieren, welche unsere Vorderseite oder unsere Rückseite ist. Aber auch hier, ja, sieht das Muster von hinten schön aus, wobei natürlich auf der Rückseite mehr linke Maschen zu sehen sind. Das können wir uns dann auch gleich anschauen. Und eigentlich kann man sich hier auch ganz gut orientieren, wenn man weiß, wie rechte und linke Maschen aussehen. Wenn nicht, dann empfehle ich euch auf jeden Fall einmal das Video, was ich zum Thema rechte und linke Maschen aufgenommen habe. Und gleich in Reihe 3 und 4 orientieren wir uns an den Reihen vorher. Ich stricke jetzt hier mal meine zwei rechten Reihen und dann sehen wir uns gleich in Reihe 3 wieder. Reihe 1 ist gestrickt, nur rechte Maschen. Reihe 2 ist gestrickt, nur rechte Maschen. Jetzt kommt Reihe 3. Da stricken wir rechts, links im Wechsel bis zum Ende. Also eine rechte Masche, eine linke Masche, eine rechte Masche und eine linke Masche. Und ja, Randmaschen, spannend. Wir haben natürlich immer zwei Reihen, bei denen wir rechte Maschen haben am Ende und am Anfang. Und dann haben wir zwei Reihen, wo wir jeweils auch mit einer linken Masche aufhören. Das ist natürlich in Sachen, ja, Rand eine gewisse Unregelmäßigkeit. Wir schauen uns gleich mal, wie das aussieht und ob es bei diesem Muster nicht vielleicht schöner ist, wenn man eine Randmasche bzw. zwei Randmaschen mit dazu nimmt. Jetzt eine rechte und eine linke. Das ist jetzt quasi die erste linke Masche, mit der wir an der Seite aufhören. Und man merkt schon, jetzt kommt hier langsam ein Muster rein. Wir drehen unser Werk. Jetzt kommt Reihe 4, da machen wir nochmal genau dasselbe. Und ja, wenn wir unser Werk hier wenden, dann sehen wir natürlich auch schon, dass sich langsam ein Muster abzeichnet. Und wenn wir uns nach dem Strickmuster orientieren, können wir das tun, aber es ist natürlich auch immer gut, unser Strickstück zu verstehen. Und da wir in der vierten Reihe auch wieder mit einer rechten Masche beginnen, also im Grunde identisch wie die dritte Reihe, können wir im Grunde genau das stricken, was wir sehen. Also wir fangen mit einer rechten Masche an, setzen hier nochmal eine linke drauf, eine rechte, eine linke, eine rechte, eine linke. Also bleiben in unserem Muster. Zwei identische Reihen gefolgt von zwei identischen Reihen. Diese Reihen habe ich jetzt ein paar Mal wiederholt, habe jetzt meine erste Reihe schon gestrickt mit nur rechten Maschen und nehme jetzt zum Abketten die zweite Reihe mit nur rechten Maschen, also bleibe auch dort in meinem Muster. Stricke also rechte Maschen und kette ab. Und auch dieses Muster ist fertig gestrickt. Ich finde auch, dieses hat ein ganz besonderes Relief, ganz schön in die Tiefe gearbeitet im Wechsel von linken zu rechten Maschen. Also es wirft auch schöne Schatten. Könnte ich mir auch super für einen Pulli vorstellen oder mal für eine Mütze. Und wir sehen hier, der Rand ist ja so, ja, wie so ein halber Knötchenrand. Der Rand, das möchte ich eben jetzt noch kurz zeigen, ist bei diesem Muster ungleichmäßig, denn wir haben ab und an nämlich mal eine linke Masche mit drin.
Und deswegen sind schon allein diese beiden Seiten nicht identisch. Ich würde hier wirklich Randmaschen empfehlen, so wie ich sie eingezeichnet habe. Das haben wir hier nicht. Hier sind die beiden Ränder im Grunde gleich. Und von daher ist es hier auch egal, wenn einem das gefällt, muss man gar keine Randmasche mit dazu nehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Lasst mich gerne wissen, was ihr euch in Zukunft wünscht, wie ihr hiermit zurechtgekommen seid. Und lasst einen Like da, lasst ein Abo da. Ich freue mich immer, von euch zu hören und zu lesen und wünsche euch bis zum nächsten Mal einen ganz tollen Sommer. Ciao!